Kannst du dich ganz kurz vorstellen, bitte? Mein Name ist Ingeborg. Ich komme hier aus Meierschoss und wollte heute Abend meine zerstörten Weinbergsflächen und meinen zerstörten Garten von oben besehen. Wie ist das denn passiert, die Zerstörung am 14. Juli? Haben wir ja nicht mitgekriegt. Warst nicht hier? Da war ich nicht. Da war ich in meinem Haus. Hier ist ja weit ab vom Schuss. Das sind ja Weinberge und Garten, wo wir abends oder an freien Tagen hingefahren sind. Und die Weinberge haben wir so bearbeitet, wie es die Jahreszeit verlangt. Das ist verschieden. Jetzt wären wir beim Entblättern, aber das brauchen wir alles nicht mehr. Wie man sieht, eine Geröllwüste, sogar einen Meter ist da der Unterschied zwischen Weinberg und dem Aufgeschütteten. Also da, wo hinter dem Gleis, hinter den Schienen, ja. Das ist, da waren deine Weinberge, ja, und dein Garten. Ja, da, wo jetzt nur, ja, der Schotter... Da, wo der gelbe Bagger ist, war der Garten. Das ist ja hinter der Mühle. Und hier, das ist ja noch vor der Mühle. Das ist hier auf... Die Weinbergslage heißt Grent. Grent. Mhm. Und die sind ja noch am Arbeiten. Und gestern waren circa 200... Leute in Spezialkleidung, sodass wir annehmen mussten, da würde noch nach Vermissten gesucht. Meine Version. Ich weiß das nicht. Aber die anderen Arbeiter, die waren nicht so viel in so einer Vielzahl da und die waren auch normal gekleidet in Arbeitshosen. Und die hatten gestern Anzüge an. Und deshalb dachte ich mir das. Was hast du da angebaut? War das Spätburgunder oder was? Nein, das war Müller-Thurgau. Das ist eine frühe Lage hier und die weißen Weine, die sind schneller. Außer dem Riesling, das ist unser letzter Wein, der geerntet wird. Und hier die Müller-Thurgau-Traube ist eine dickere, leichte Weintraube. Was ist eigentlich Federweißer, habe ich mich gefragt. Habe ich neulich mal gehört. Ja, Federweißer wird von den Sorten Solaris hergestellt. Das ist der erste Wein, der jetzt geerntet wird, sehr wahrscheinlich kommende Woche. Wir wissen das noch nicht genau, aber wir gehen mal davon aus. Und dieser Wein, der wird nicht abgekeltert, der bleibt auf der Maische liegen und wird so abgefüllt. Und dann ist der in 48 Stunden Tafel fertig. Und da muss man sehr aufpassen, da ist ja schon so ein klein bisschen Alkohol drin, aber der verleiht im Verbund mit Zwiebelkuchen einen raschen Gang zur Toilette. Da kriegt man also schnell gute Verdauung. Sag mal, wie fühlst du dich, dass jetzt das erste Mal die Ernte ansteht und du kannst nichts ernten, weil dein Weinstock, ja, dein Weinberg kaputt ist? Hier die Lage ist weg. Ne? Ich habe ja Gott sei Dank noch da hinten, wo der Felsen ist, die Kucklei. Die ist ja hier gegenüber, die Kucklei. Ich kann sie jetzt gerade nicht sehen, das ist im Gegenlicht, aber die ist ja hier. Und da drunter haben wir Burgunderweine. Und da oben drauf... Auf dem Hochplateau, da haben wir Riesling. Das ist ja auch nicht weg. Und dann unsere beste Weinlage im Mönchberg. Da haben wir auch Spätburgunder. Der ist ja auch nicht betroffen. Wir gehen persönlich von uns von einem Ernteverlust von mehr wie einem Drittel aus. Was ganz weg ist. Und, aber wie gesagt, unsere Parzellen haben wir seit 5-6 Jahren an unsere Neffen weiter verpachtet, weil wir zu alt sind. Ne? Wir können da. Unsere Töchter haben ganz andere Berufe und meine Neffen sind hauptberuflich Winzer. Mhm. Und dann bleibt es ja in der Familie, ne? Und wie hat sich dein Alltag verändert seit der Flutkatastrophe?
ihren Maischoss? Ja. Was hat sich geändert? Ja, eigentlich koche ich nicht mehr. Ich gehe essen. Das macht mir sehr viel Spaß, schmeckt immer sehr gut. Den René habe ich zuerst vermisst. Aber jetzt habe ich heute gehört, 3 Köche aus Rech werden uns ab kommender Woche mit versorgen. Und das ist hervorragend. Ja, wunderbar. Da werde ich noch ein bisschen verwöhnt. Nee, mir geht es so gesehen gut. Wir müssen jetzt Schritt für Schritt, wir sind in der Trocknungsphase und wir wollen ja auch wieder Kraft schöpfen, um aufzubauen. Ne? Ja, die Kraft wünschen wir dir. Danke sehr. Wenn wir so nette Leute haben wie ihr, die uns jetzt schon seit Wochen begleiten, da bin ich doch sehr, sehr froh und dankbar. Das machen wir doch gerne. Machen wir gerne. Und aber selbstverständlich ist es ja nicht für jeden. Ne? Und deshalb genießen wir das. Dann wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Abend. Dankeschön. Einen wunderschönen Abend. Genießt noch ein bisschen. Heute hatten wir ja so tolles Wetter. War ja gar nicht vorhergesagt. Ne? Nee. Ja. Und deshalb sind wir ja glücklich. Liegt dir noch was auf dem Herzen? Möchtest du noch etwas sagen? Nee, ich war ja ganz unvorbelastet. Und ich wusste gar nicht, welche Ehre mir zugute kommt hier durch euch. Nein, es geht mir gut. Dankeschön. Das freut uns. Und dir alles, alles Liebe. Vielen Dank. Dankeschön. Ich hoffe, dass wir uns noch oft sehen. Hoffentlich. Und dann komm da vorbei. Ich wohne in der Tiergartenstraße.